Tommy, ich muss losreiten. Ich muss noch mal spannend nach oben wieder kommen. Na, mach mal. Ich hab jetzt 4 Stunden gewartet, dass Gott die beamt, aber er beamt heute nicht. Der beamt nicht. Sonne ist weniger. Obwohl ihr Nachholbedarf gibt es hier. Was soll man nicht? Das war mir zu wenig. Das war auch nicht so doll. Also. So, ich bin aber nur mal jetzt ganz kurz hier. Ein bisschen Ordnung in dein Leben bringen. Hat der alles? Schaltung, rote Schaltung, rote Schaltung, rote. Ja, haben wir schon geguckt. Warum hat der Teile oben vor? Ja, hier, ihr habt wunderschöne Zubehörteile für so was hier verpulvert. Da lasse ich dir noch wieder. Ja. Schneidst du ihn schön ab, machst ihm ein schönes Ding durch, dann hast du von der Größe her, ist das genau der Durchmesser. Okay. Sozusagen. Ja, oder krempelst du das um, was auch immer. So, und dann musst du aber das Innenleben noch auffüllen, ja, ja. Mit Unterlegscheiben oder irgendwas, was da passt. Ja. Weil, wie gesagt, der selber rastet nicht ein, der Hebel, sondern der rastet das Schaltwerk ein. Das ist das Problem an der Geschichte. Rasten? Ist das nicht so eine frei, ohne Rastung? Nein, das Schaltwerk hinten ist so ein Positron. Die rasten ein? Der hat hinten so Positionen, die dann einrastet. Total bescheuert, das Scheißzeug. Ja, aber macht. Was kostet denn das Lastenfahrrad? 16 Euro. Schlauchwechsel. Frei. Wie? Zwei Meter kaputt. Achso, naja, dann. Naja, gut, der Hinterrad ist 36 Euro. Mit oder nur? Nur das Hinterrad ist 36 Euro. Das ist ja Holland. Das ist ja Holland. Ein Fummelfriedchen. Wir sehen uns morgen nochmal. Ich muss morgen nochmal herkommen. Ja. Ich dachte, heute kommt ein Check, aber nee, morgen erst. Wer hat denn Dennis dazu getrieben, dass er jetzt hier anfängt? Wie? Mit der Sauferei? Ja, aber das ist ein Stress mit seinem Kino gehabt. Ja, wenn er eh mal die Woche mal ins Kino, das ist ja nicht schlimm, ist, ne? Andi, du hast das doch nicht verstanden, du hast das jetzt irgendwie kaputt. Der, ja, natürlich. Die Kackenscheiße hier auf einmal, oder? Naja, bloß, Das Problem ist doch nicht für ihn allgemein, das Problem ist dann auch in einem Lauf. Ja, aber das kriegt er ja nicht hin. Also, so wie ich's mitbekommen habe, schon. Komm, ich habe nicht mehr so zerstört gesehen, wie Das denken ja alle. Ich habe mir auch gesagt, pass auf, was du da tust. Das ist verdammt gefährlich, was du da machst. Aber alt genug ist er und was soll ich denn machen? Und wenn er aber bis jetzt hat, also was ich gesehen habe, hingekriegt, weißt du? Er trinkt immer ein bisschen. Nein, dann macht er das ja alles vor seinem Vater, er macht das vor der Kamera und dann sieht scheiße aus. Hier dann nicht so. Hier dann nur Kaustaltung. Also, wenn ich hier gewesen bin, nur mit Klaus und alkoholfrei gesehen. Bis morgen! Dann gucken wir mal nach dem. Und die bitte, was hat denn der Patient? Der Patient muss tiefer ja, genau, tiefer legen. Nimm mal deine schwer geladene Tasche da raus. Ist das überhaupt möglich? Ne, das gehört meiner Nachbarin. Nötig? Möglich. Ja. Irgendwie scheinen wir schon. Vielleicht eine gute Idee. Das ist kein Werkzeug. Fünf mal muss. Gilt der? Ja. Kann ja nicht wahr sein. Ja. Das ist jetzt eh so. Meins haben sie ja geklaut, ne? Deshalb haben sie mich jetzt hier. Deswegen bist du jetzt so da. Ja, er ist. Nee, Fünferbrot. Ich weigere mich im Moment gerade ein neues zu kaufen, deshalb. Achso, die Sonne stürzt ab. Das ist ja
sehr komisches Konstrukt. Das ist Müll. Dieser TCM ist eigentlich jemand, der sollte Kaffee verkaufen. Wie heißt er? Genau, diese Chibo, ne? Ja, genau. Wenn sie jetzt anfangen, Fahrräder zu verkaufen, dann geht das natürlich nicht gut. Echt komisch. So ein Kettler oder so. Ja, der Rest ist okay. Aber wie gesagt, es ist eine Übergangslösung. Haben wir den Schumper hier nicht mehr? Ich habe keine Ahnung, wenn er da nicht drin ist, dann ist er wohl. Der nicht im Ohr. 13er, das ist der 13er von unten, der hier liegt. Oh so. Ja. Jetzt will man aber nicht, oder? Geh ich nicht hier hin. Jetzt weiß ich nicht, aber in 12er unten hin. Der Tür hört ja nicht an. So, trotzdem. Da tauscht man rein, die Lichter. Ja, so, ja, ich hab's. Hier kommt das Schrauben runter. Was mit deiner Bekannten? Die braucht das Fahrrad nicht mehr? Nee. Nee, die hat auch ein neues. Also, hat sie es dir vermacht, ja? Also fährst du es jetzt? Vorübergehend, weil ich kann mich im Moment nicht durchringen, ein neues zu kaufen. Na, ist ja auch Quatsch. Weil weißt du, wenn mein war vom letzten Jahr September und... Ja, Berlin halt. Ja, die Frage ist halt, ob du das Teil aufheben möchtest. Deswegen frage ich nur, ob du dir das geben möchtest oder nicht, weil... Du kannst es nicht verwenden mit deiner. Nee. Muss ja ansonsten würden wir. Sie nimmt es eigentlich auch nicht mehr. Also kann ich noch halt weg. Das wäre einfach nur die Frage. Was, wenn es jetzt so geliehen wäre? Boah, das ist so geliehen auf Dauer. Auf Unendlichkeit. Auf Unendlichkeit, bis der nächste mal irgendwann einen Notfall hat. Wahrscheinlich. Das ist ein Sozialprojekt. Es ist wahrscheinlich jetzt eher so in der Richtung. Ja. Jeder. Was im Hof steht, was im Hof steht. Ist ja im Grunde genommen so wie hier. Ja, da, ihr auch. Ja, genau. Sozialladen. Ja, ich weiß. So. Wenn du meinst, da auf dem Zehner ist ja nicht so ein Hologramm. Das kann sein. Ja, von der Farbe her sehen sie ähnlich aus. Ja, guck mal. Das eine rosa, das andere ein bisschen bräunlich. Ne? Ja. Aber. Ja, ja. Nachts sind alle Katzen grau. Ist ja nicht passiert, aber. Das ist ja gefährlich. Wäre nicht so toll. Nee, sieht ja schon mal niedriger aus. Das ist die Minimalposition. Damit musst du jetzt leben, aber damit kannst du leben. Das habe ich gesehen, das klappt eigentlich. Also das muss von der Größe her passen. Ja, das ist noch zu. Ist es jetzt zu niedrig oder? Nee, eigentlich. Das könnte sein. Also das musst du jetzt testen. So. Ja, da müssen wir noch. Das ist an deinem freien Tag. Das ist an meinem freien Tag. Oh, Mensch. Dann mach mal, schwing dich drauf. Ich fahr mal drauf und drüber. Das ist perfekt. Ich muss ja gerade mit meinem Fuß, ich muss halt echt. Musst aufpassen, musst du sicher rankommen. Ja, so, aber tiefer jetzt nicht, aber das ist in Ordnung, nicht, okay. Ich überleg bloß, hast du hier noch irgendwie ein neueres Dings? Hat der Dennis bestimmt einen Griff? Ja. Guck mal, für die gute Frau. Das ist gar nicht der richtige Griff, das ist nur so ein Ding hier. Nee, das war auch schon mal ein Griff. Ja. Naja. Der sieht noch aus. Also wenn du zwei neue hast, ist auch ein Ja, diese Speed-Dinger, die kann man hier schneiden auf jeder Seite. Ja. Bin nämlich heute von der Ostsee wiedergekommen und ich bin eigentlich noch ja nicht da. Ich bin gestern von der Ostsee zurückgekommen. Da siehst du. Hey. Oh. Nochmal Kölpinsee gewesen. Ja, das muss ich doch. Genau. Genau. Was, eine Woche? Oder was? 9 Tage. 9 Tage Regenwetter.
Ich war auf dem Dach. Aber du, nach dem Regen kommt immer die Sonne. Also von daher, ja, natürlich. Ich habe kein Problem damit. Daher, nee, die Strände waren noch leer, das war schön. Ja, ist ja. Das war immer ein Hurtu, oder? Immer mit Waschbenzin abwischen. Morgen Torst. Thorsten, Karos, bam, 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 Material, ich werde es rüber. Da ist der Fünfer, er steht. Du lump. Werkzeug auf dem Boden. Schreibe dich. Material auf dem Boden. Ja, du bist gefilmt. Hier, film ihn. Hör auf! Mama! Hey, wie heißt er? Nein,
Dennis, kommt man hinten ran auch an die Sache? Ja, ja. Zum Gucken? Mach ich aber nicht, dann hab ich doch ja nicht gemacht. Ja, ja. Freier Tag. Mal kurz, ja. Ja, ich knabber sie mal ab, vor Angst. Ja, genau. Regierung, ne? Ja, was soll man da? Da! Ah. Und dann rinnen und wieder rein. Und wieder zu, oder? Genau, und dann steckst du das hier durch, durch dieses. Naja, es soll so aussehen wie so ein Loch da oben. Ja. Ja. Da muss man schon so ein bisschen abisolieren hier, dieses Kabel. Ja. Und dann da durchfriemeln und dann wird es. Naja, dann wird es nach oben geschoben und dadurch klemmt. Ja, jetzt ist es schon wieder. Ja. Oder man ersetzt es durch einen Kabelschuh und wahlweise nimmt man dann den Kontakt. Ah, okay, verstehe. Na, wenn man denkt, das ist sicherer. Okay. Das kriegst du vielleicht noch. Und vorne, da steckt ja alles. Naja, vorne ist es wahrscheinlich dann durchgebrannt. Weil guck mal, wenn du. Ja. Der macht Strom für zwei, okay. Haben wir schon öfter gehabt. Und dann die funktioniert nicht, weil Kopfsteinpflaster, das wackelt hier, das reißt raus. Ja. Zack. Ja, und dann brennt vorne durch, kriegt vorne zu viel Strom und das war's. Kriege ich denn eine neue Lampe bei dir? Kriegst du eine neue Glühbirne, kriegst du bei mir. Wenn du jetzt hinten probiert hast, dass das alles funktioniert, dann auch. Und da unten auch der Stecker drin ist und alles ordentlich angeschlossen ist, sieht aber so aus. Dann können wir mit einer Glühbirne. Oder gucken wir mal nach der Glühbirne. Oh ja. Können wir auch so gucken, jetzt habe ich schon Hunger. Glühbirnenentriegelung. Ah, funktioniert auch nicht mehr richtig. Die ist aber schwarz. Das ist auch schon bei ich hier. Guck mal, das siehst du selber, oder? Der Draht braun, geht da noch. Den braunen Fleck da. Ja. Das ist vom Durchbrennen, oder? Das ist vom Durchbrennen. Aber wenn der Draht noch drin ist? Ja. Ja. Brauner Fleck ist brauner Fleck. Keine Angst. Ja, bitte? Fertig. Ja. Ich halt, kann man nicht mehr. Nur muss man aufschreiben? Muss man nur aufschreiben? Ja. Und kannst du dem Kunden sagen. Mehr kann man nicht machen. Okay. Ich wollte mal zusammenbauen und dann wollte ich mal fahren, aber sagen, oh, das halt geht auch nicht mehr. Und das würde ich dann auch, wenn du sagst, wenn der Schlauch kaputt ist, dann muss ich nur Schlauch machen. Schlauch? Wollte ich, aber das steht ja. Aber nicht drauf, was da auch viel drin. Aber da. Nee, muss man auch schreiben natürlich. Oh, ich bin ja auch nicht hier, Jungs. Gewesen. Wenn man einmal anfängt hier zu sein, dann ist man da. So, hat abgeschaltet, zu heiß. Hi. Hallo. Große Reste essen. Ja, hier müsst ihr wohl ein Klebeband drum machen müssen, um das Ding. Das kann sein, dass hier das immer wieder. Hält nicht mehr. Ja, hält nicht mehr. Das ist Plastik, Kunststoff, Sonne. Wird's hart, riecht ab.
Also hält. Ne? Ja. Bloß Kopfsteinpflaster, wer weiß, wie lange. Darf nicht zu doll drehen. Jo, leuchtet. Siehst du? Hattest du aber hast weiß. Hast du schon eine neue Ränge? Ja. Da liegt eine alte. Mhm. Kostet 6 Euro, die Birnchen. Ja, aber das ist eine normale, ne? So ein Blühstuhl-Ding. Ja, natürlich. Kann man die nicht mit LED und heller und so? Nee. Nicht bei dem Modell. Ja. Da musst du halt so eine Halogen reinmachen. Ist aber schon eine stärkere mit mehr. Was? Also. Die hier jetzt, die alte. Die neue, die hat mehr. Na, ob die mehr hat, jetzt die weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht von wann. Die ist nämlich nicht so alt eigentlich. Naja, aber wenn nur eine dann leuchtet, das ist tatsächlich das Problem. Das ist scheißegal, wie viel du da drin hast oder so. Ne? Gut, 3 Watt ist auch schon eine höhere. Die meisten haben 2,4 oder so. Ne? Also, aber wenn nur eine ist, ja, dann. Ich komme mir mal vor, so eine Funzel dann mit dem Ding. Ja, bist du ja auch heutzutage. Ja. Damals wärst du der hell strahlende Gott gewesen, aber das war irgendwann mal modern Anfang der 90er Halogen. Also ist es besser, die auszuschalten am Tag? Ja, natürlich. Ja? Bei Halogen ja. Okay. Weil wegen Leben der Lampe. Also wenn es eine LED ist, scheißegal, ja, wirklich. Okay. Aber eine Halogen. Hast du eine kleine Zange für mich, dass das abisolieren kann? Feuerzeug. Feuerzeug habe ich selber. Ist so. Dann gehst du kurz ran ans Ende und dann, wenn es weich geworden ist, einfach nur mit dem Finger abziehen. Ohne die Fingernägel. Aber ich glaube, funktioniert ganz gut. Dann dreht der Motor zu hoch und kriegt nicht mehr aus. Da hat immer gesagt, wie macht das noch aus, weil der Motor gekappt ist. Drei Leute an dem Rad. Die Drehzahl war zu hoch. Genau. Das ist alles zu fragil, hier nicht kaputt machen. Ja, no, schon kaputt gemacht. Schön, hast du heute gemacht. Was sagst du? Heute in Berlin. Was sagst du? Froh. Ach du, ob du froh bist, dass du wieder in Berlin bist. Dachte ja. Ich würde lieber noch. Ja, mein Gott. Aber froh, dass du in Berlin. Aber auch nach Paris fahren jetzt. Paris? Ja. Ob das nicht ist, könnte noch werden. Ist ja Paris. Ja. Tour de Fil, so. Ja, Dennis, aber du hältst ja nicht durch. Was soll ich machen? Du bist ja fertig. Ich kann dich ja nicht alleine lassen. Das funktioniert hier nicht. Nein, naja, ich meine jetzt noch länger. Das wäre ja nicht gut gewesen. Hast du aber selber gesagt. Das ist doch in Ordnung. Ich bin ja schon sehr glücklich, dass das so alles geklappt hat. Ja, wisst ihr. Na, was denn? Ich? Fahrrad? eBay? Ja, das BMX. Ach so, BMX. Hör auf. Ich hab Urlaub. Ich weiß nicht, was Urlaub heißt. Urlaub. Ostsee. Kein BMX. Morgen Arbeit, alle telefonieren. Morgen. Heute? Ostsee. Nee, Ostsee heute. Heute Ostsee. Was hast du denn? Ja, an der Seite nicht aber oben. An der Seite nicht oben? An der Seite ja, nicht aber oben. Mach mal Dollar. Tatsächlich nur an der Seite, nicht oben. Die Lampe hinten ist kaputt. Ja, vorne ist ja eine neue drin, deswegen wahrscheinlich hier die eine Seite, die funktioniert, das ja. nicht. Damit, aber so wie das aussieht mit dem vielen Moos da drin, ist das vielleicht auch nicht verwunderlich. Hat die Elektronik doch einen kleinen Schaden bekommen. Ist leider nicht reparabel. Nee. Brauchen wir nicht sparen. Ne? Kannst du dir mal angucken, damit du weißt, wie sowas aussieht. Aber es ist ja eine elektronische, es ist ja eine Platine da drin und... Und wenn da Wasser raufgekommen ist, irgendeinen kurzen, also da ist mit Sicherheit irgendwo. Was ist das Teil, ne? Haben wir. Dennis, was haben wir da noch da? So eine Rücklichtleumlampen? Ja, ja. Für wie viel? Ich weiß nicht. Ja, gucken wir mal.
Ja, bitte. Ich habe ein Fahrrad zum Abholen. Ach so, da. Ja. Wahrscheinlich. Dennis, sie hat ein Fahrrad zum Abholen. Ah. Welche Farbe hat er? Dann guck ich mal nach dem, was das kostet. Es kann sein, dass es auch noch von hinten verschraubt ist, deswegen spare ich das Aufbrechen vielleicht. Also wie gesagt, das ist auch nur der Reflektor hier oben. Mhm. Nee, doch nicht. Warte mal. Hier, das muss auch noch abschrauben und dann... Okay. Ach, das ist halt blöd, doch. Aber wie mache ich denn, dass das nicht immer kaputt geht? Und ich habe keinen Bock, alle 6 Wochen irgendwie da an der Lampe irgendwie zu machen. Naja, die ist keine 6 Wochen alt, die ist schon ein paar Jahre alt. Ja, aber ist jetzt auch nicht zum ersten Mal. Vorne muss ich schon öfter tatsächlich gibt es einen Weg, Silikon. Einfach. Wenn du holst ja eine neue Lampe und silikonierst sie komplett ein. Mhm. Und dann kann da nichts passieren. Kann da keine Feuchtigkeit drin, machst du alle Löcher wirklich zu, baust hier diese Gummidichtung, die in dem teureren Modell auch verbaut gibt, baust du dir ein. Selbst. Aber. Ob das denn, also irgendein Verschleiß ist ja immer eingebaut. Ey, guck mal nach, was kostet. Moin. Oh, Gottes Willen. Was kosten denn die Bücheldinger? 15 Euro oder was? Oder 10? 10 oder 15? Habt ihr jetzt ein Licht auf? Ja, zum Dampfen. Deswegen stecken sie doch wieder. Ey, so. Gibst du 20, kannst du nicht falsch machen. Nee, so eigentlich. Bei GWF. Stand doch drauf geflossen, verstehe ich gar nicht. Flusslichter weiter. Ach nee, sind Flusslichter, das ist schon. Warte, was? Immer rein. Hey da. Büchel. Ach doch. Nee. 10. Schätzen Sie was? Ja. So. Was? 10. Kann er sich doch bestimmt. Das kann er sich doch bestimmt leisten. Da liegt ja auch noch eine Kasse. Auch mal zusammensuchen dann. 10 Euro hier. Also nicht so was Gleiches, sondern so was hier. Also kann ich mal die Luftpumpe benutzen? Auf gar keinen Fall natürlich. Ja, Französisch ist auch, ne? Ich bin nicht so vertraut. Glaub, sieht so aus. Sieht so aus. Leuchtet auch das Teil? Nö. Eigentlich im Moment nicht. Sieht, nee, im Moment. Sieht da so oben, mini aus. Nee, ist doch das gleiche, hier ist ein Riesenreflektor. Ja. Immer. Den du ja nicht brauchst normalerweise. Na doch, in dem Fall brauchst du normalerweise, hast du unten nochmal einen dran. Mhm. Und hier oben ist nur das Licht. Das ist dann aber LED jetzt. Ne? Das ist LED, natürlich, da ist ja nichts drin in den Dingern. Mhm. Ist ja klar, weißt du, das ist das gleiche. Ziehst du hier nach unten? Hier ein bisschen nagelfreundlicher, nagelbettfreundlicher. Mhm. Noch. Noch, genau. Wahrscheinlich, aber auch nicht, wenn es frisch ist, wird es auch schwer gehen. Ja, siehst du, oder man muss das abschrauben. Ja, und dann kommt der dran. Und das passt auch einfach hier, der gleiche Abstand und so kann man einfach austauschen. Oh, das ist ja da ein Langloch, ein sehr Langloch. Ja, okay. Deswegen, das passt schwierig. Also wenn du willst, ja, ist ein günstiges, weil es gibt auch natürlich teurere. So was, was du hast, du 20 Euro, also schon eine doppelte. Aber ja, dann habe ich Licht. Die Technik geht ja voran. So gut. Für den Moment reicht es erstmal. Ach, der Schlüssel, dann schraubst du das ab. Okay. Genau, dann schraubst du das einmal ran und fertig. Also, fehlt. Heute heutzutage keine Kabel mehr. Traurig.
Hast du ihn gegossen? Auf und zu? Thorsten hat sich drum gekümmert. Unser Daumen. Kennst du nicht grüner Daumen? Kennt man das, diesen Begriff grüner Daumen? Grüner Daumen. Grüner Daumen. Als Gärtner. Ach, du hast ihm ins Handwerk gefuscht. Du hast ihn versetzt von hier nach dort. Bösewicht. Er ist der Baumfäller. Du musst das machen. Du musst den Baum ausreißen. Nee, aber erstmal. Nee. Erstmal zeigen können. Ist es fertig? Die Bremsung ist irgendwie nicht. Ach, das weißt du. Ach, dünne, das weißt du. Reihen? Nein, ich weiß nicht, in welcher Position. Also, ich habe jetzt einfach so festgeschraubt hier, dass man bremsen kann. Ich denke, das ist ja fast da, wo vorher war. Naja, machst du doch alles das Schema. Das muss noch fest hier, richtig. Oh, jetzt ist ja das Ding kaputt. Was? Die Kappe? Die Kappe hier. Was macht man da? Klebeband drüber oder? Ist schlecht. Mann! Schraub mal das fest. Mach ich. Und alle klar? Ja, aber ich glaube, mein Ventil ist ein bisschen verbogen. Aber das ist nicht so schlimm. Also ich glaube, die Schutzkappe passt nicht mehr so richtig. Naja, nur eine Schutzkappe. Wenn du noch fahren willst, solange wie das Ventil hält. Dann lässt du sie zur Not weg. Also gerade biegen würde ich es halt nicht, weil gerade biegen, dann brechen sie ab. Also dann sehe ich kaputt. Ja, ja. Nee, aber ich habe irgendwie immer ganz gerne eine Schutzkappe drauf. Ich weiß auch nicht warum. Na, ich meine nur, wenn das jetzt wirklich zu schräg ist, dann lässt du halt weg. Ja, so schlimm ist es nicht. Staubkappe. Danke. Bitte, bitte. Ciao. Nein, um Himmels Willen. Oh Gott, ach Gott. Um Gottes Willen. Ist doch ja nicht die falsche Uhrzeit. Du wolltest die falsche Uhrzeit, nicht jetzt. Ach ja. Hey, das Kalifat, die kommen ja alle an. 10 Euro mit Kindersitz, ne? Ja. Kommen wir denn durch? Ja, sind. Ja. Hast du was gegen Bleiben Sie stehen, Sie Bude. Beim Radius aufbrechen und Autos mitnehmen. Ach Mensch. Das ist ja alles. Das ist ja praktisch, da kommt man ja einfacher ran. Echt? Da lässt du mich ein paar Tage hier hängen, bin ich die ganze Zeit da hin. Das soll er ja auch nicht. Also muss er ja auch nicht. Muss er ja auch nicht. Ja, ist ja. So, 15er
Und da vorne muss ja auch noch raus. Und was ist denn hier hinten jetzt? Ja, das soll gewechselt werden. Nur Schlauch? Ja. Ja, wie gesagt, wenn der Mantel kaputt ist, dann auch, wa? Aber und du hast ihm, nehme ich an, nicht den Preis angesagt, oder so? Naja, ich habe gesagt, 50 Euro muss er sich einstellen. Aber dann sind es ja mit Vorderrad und Hinterrad 60 Euro, wa? Na, 36 plus 16. Ah ja, klar. 62. Okay, 15er Schlüssel, also 15er. Ab, Schlauch. Die liegen doch nur irgendwo anders. Nein, das glaube ich nicht. Achso. Wenn, dann hat jemand mitgenommen oder so. Nein, ist kaputt da. Da. Aus. Und der 13er oben dunkler, sozusagen. Aus Polen. Genau, der ist aus Polen. Landhofen? Nee. Heko. Genau, mein Werkzeug. Ich habe mein Werkzeug in- und auswendig. Ich glaube, da ist. Ich weiß ja, es ist ab und zu klauen, aber so noch nicht. Moin! Da kommt man wieder da, wird man sofort eingespannt. Ist ja auch ein Ding. Tim Dennis hat das wohl sehr zugesetzt hier die ganze Zeit. Alleine. Kontaminieren. Wünsche an dein nächstes Lebensjahr. Hat die Torte oder?
der Strahler, 260 was müssen wir jetzt nehmen. So, ja, weil wir nicht ganz so groß sind. Aber ansonsten haben wir auch alle. Nee, naja, bis 100, aber nicht 300.
Dennis, hilfst du mit? Aber natürlich. Na wunderbar. Ich bin sofort da. Man kann nicht fliegen. Was sagt der Vater? Wozu? Da meintest du, hattest den jeden Tag ja Kontakt zu ihm oder hat er sich ja in den Chat mit eingeschrieben, wo ist der Musik? Da sind wir dann gerade los. Ja? So, ja, gut. Den jetzt schon länger nicht mehr gesprochen, also der hat gerade noch Urlaub. Würde er nicht mal vorbeikommen wollen? Ja, heute Abend nach Mügelheim und geht mal, ja, was da los ist. Frag noch mal. Ja. Was kostet neue Pedale? 15 Euro? Kommt natürlich aufs Modell drauf an, aber die einfachen, diese einfachen Blockpedalen, die kosten 10 Euro die Pedalen, 5 Euro die Montage. Okay. Also wenn das jetzt um die Kinder geht. Ja, genau. Bitte nicht die Kinderradpedale nehmen, die da unten drin sind, weil die sind von Lumen. Die schwarzen meinst du? Die schwarzen kleinen. BMX-Pedalen, oder? Ja, die schwarzen kleinen Lockpedalen. Diese Kinderradpedalen, okay, sind das extra. Die nicht über die Lumen von. Direkt da nur. Hallo. Direkt da nur Renitan. Weil ich sie erstmal abgebaut habe in Lumen, soll er jetzt echt mal langsam, ich will zwar nicht, aber ich soll mal langsam so mit Fahrrad, Laufrad anfangen. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass du die Pedalen abgeschraubt hast. Ja, damit du das Laufrad nutzt erstmal. Ja. So, da haben wir sie. Und der kam hier so mit angefahren, ja? Can I ask you some information? Ja. Machst du das hier kurz dann raus? Ja, natürlich. Das sind 24 Euro, deswegen. Ja.
die richtige Entwicklung, bitte? Bist du sicher? Ich hab's doll aus. Wollt ihr heute abholen oder morgen? Heute. Heute. Also Dennis, heute. Wie gesagt, hat Thorsten immer. Autoventil festziehen. Also innen drin das Ventil vom Autoventil. Das muss drin geschraubt werden, das undichte Ventil. Ach, ein Autoventil. Wieso ist ein Autoventil? Fahrradschlauch. Da war ja neuer Schlauch. Naja, nimmst du einen kleinen, Uhrmacherwerkzeug. Und dann reinschrauben. Ja,
So, was soll ich denn jetzt? Kabelschuhe. Hier. Da ist Boxen fest. Nee, einer. Normalerweise reicht einer. Ich hab den Fehler gefunden. Vorne war es nicht. Jetzt kommt doch von nach hinten von hier, ne? Ja. Ja, oder so. Ja, ist ja. Hä? Ach, dann hast du aber Glück. Ah, ja, Strom kam ja an, irgendein Strom. Jetzt testen wir gleich nochmal. Na gut, vielleicht war es auch nicht. Jetzt testen wir mal. So oder so, gut. Oh. So viel zum Thema nur mal kurz, wa? Mhm. Stehst du denn da auf? Ema, hast du eine Stunde hier verbracht? Locker? Ja. Du denkst dir, Mann. Moment, was tust du noch? Beide zusammen? Nee, ich wollte einen Lack machen, dass man da was ran. Wir brauchen. Ich dachte, du drehst. Achso. Aber wird das die Tempo? Nee, ist ja noch nicht dran jetzt. Brauchst ja noch nicht. Genau. Weiß ich ja jetzt nicht. Hengst erstmal. Den brauchst du. Ich hab nur diesen komischen Dings. Ja, ja. 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 Ist jetzt erstmal nicht so wichtig, weil wie gesagt, der kann auch unisoliert bleiben, weil da ist nicht interessant. Der andere muss isoliert sein. Ich mein Schloss hier liegen lassen. Ja, echt? Ja, wo? Oh, ja, kann er sehen, ich sehe es immer noch nicht. Ah. Okay. Kommt nichts weg. Zieht da richtig rauf? Der muss da richtig rauf. Ist natürlich jetzt noch neu, geht ein bisschen schwerer. Ciao, ciao. Der ist ja dran, wa? Ja, geht. Ja. Kannst du den. Warte, wo los? Ne? Nee, die Seite. Nur die Seite. Die anderen nicht. Das ist die Lampe durch. Die Lampe ist durch. Also definitiv. Dann schafft ihr eine LED. Testen wir nochmal mit dem anderen Blanko. Ja. Warum machst du denn das? Das war's schon. Ja. War doch noch so jung. Scheiße. Licht, 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 Licht. Aber ohne Licht geht das nicht. Ja, das ist ein bisschen.
Ding für das Gemüt. Wo sagst du das? Kabelschuh jetzt gleich. Wenn du Kabelschuh rufdrückst, dann ist erstmal Ende. Wieso? Ja, dann musst du das Kabel wieder kürzen. Und umso kürzer das wird, irgendwann ist halt auch doof. Aber wieso, wenn wir müssen ja eigentlich nicht runternehmen? Wie bitte? Wir müssen ja eigentlich nicht mehr runternehmen. Nee, außer du willst denn doch mal klemmen irgendwo, meine ich. Ja. Jetzt hast du ja die Option noch. Probieren. Ja, das funktioniert. Mit Flackern, das geht dann weg, ne? Ja, das ist dieser Modus, ab 60 Hertz, ne, nimmst du das menschliche Auge nicht mehr wahr. Weißt du, wie mit dem Fernsehen früher. Okay. Grundig 100 Hertz Technologie und so ein Scheiß. Was sie alle in dicken Otto losgemacht haben. Mann, endlich flackerfrei Fernsehen. Endlich kann ich 24 Stunden hintereinander Fernsehen ohne Kopfschmerzen. Der Untergang der Zivilisation, vorhin genannt. Und jetzt könnte man Kabelschuh aufmachen. Muss man dann auch nicht isolieren. Die müssen isoliert werden, natürlich. Müssen? Ja. Und zwar mit Schrumpfschlauch. Deswegen. Deswegen. Das kostet Zeit und Geld, wa? Wenn es dann wenigstens ein paar Wochen länger hält, das weiß ich nicht. Dennis, Schrumpfschlauch brauche ich mal, zwei Stücken. Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Und ein Feuerzeug, ach, das hast du ja. Mhm. Eigentlich. Na, zwei Stücken für zwei Kabelschuhe. Kaffee, zwei Kabelschuhe. So. Ein bisschen länger. So. Ja. Probier nochmal bitte, bevor wir das jetzt anbauen und dann. Jawohl, wunderbar. Flackern tun alle LED-Lampen. Weil es ja LED ist. Impuls sozusagen, weil der macht ja auch nur einen Impuls da vorne und die geben 1:1 das Licht wieder, sie geben halt sofort das Licht ab, eine Glühbirne ist was anderes, die glüht ja erstmal, im Grunde genommen flackert die auch, aber die, wenn die einmal glüht, braucht die einen Moment zum Abglühen, das ist ein recht harmonischer, aber LED hat sofort die Energie, volle Energie oder gar keine. Wahlweise. Naja, also entweder die funktioniert oder die funktioniert nicht und wenn sie nicht funktioniert, ist sie kaputt einfach, da jetzt nicht genug dran mehr zu machen. Jetzt machen wir mal ein Feuerzeug, oder kannst du auch die alle selber kuppeln? Einfach festmachen, oder? Du bist ja Schrumpfschlauch halt, ne? Nö. Nee? Ja. Und so. Zieht sich das hier rum? Ist nicht zu lange, ansonsten ist es weggebrannt. Jetzt darfst du das anschließen, vorher anschließen und dann anschrauben. Welcher wäre der hier, der? Ne? Der auf den? Der auf den. Also, ja. Der auf den. So, so. Der auf den, der auf den. So hin. Ja. So, muss das. Hat der geklappt? Alles fest? Ja, war? Ich hab festgeschraubt, ja. Kannst du einmal umdrehen? Jetzt kommt das Feld anpacken. Aber natürlich. Thank you.
Yardım etsene. Yok, siyah taraf bunda galiba. Bak burada P yazıyor, burada S ne alakalı? Göster bir. Dizeydi. Bu aşağı inmiyor. Doğru iniyor. Dizeydi. Buradan da... Emin misin aşağı inmediğine? İniyor. Weil so ist auch unsere Welle. Jetzt. Dört diyor. Kaça kadar yapayım? 6. Nicht alles was Neues ist gut. Der Rahmen ist eigentlich sehr gut. Plus auch der hat seine Lebensdauer. Der Kleber hat seine Lebensdauer nach 25 Jahren. Viel Arbeit, Mann.
Okay. Thank you very much. Thank you. Take care. Bye. Nee. Ich hänge mich an diesen Vertrag auf. Ist angekommen. Luft ist raus. Und hier war auch nämlich geplatzt und lange Stück. Ja, genau. Nee, ich bin abgesprochen, dann muss ich einfach in die Hose kommen. Ja, das muss man durchschneiden. Ja. It's not this bike shop, it's that bike shop. That's the bike shop. So what? That's a new order to look. Dennis, mach zuerst die eine Seite rein. Wie mein? Hab ich doch. Hast du schon? Nee, ja, war ja vorher draußen, deswegen. Zuerst die eine Seite, das ist ja richtig. Und dann schnubbelst du da drin. Hat er warm oder so? Ne? Oder so ein großer Mantel. Das ist ein störrischer Mantel. Ja,
Funktioniert immer noch. Na, ich mache das nicht. Nein, ich höre, also morgen. Aber wenn morgen, also wenn Thorsten das machen will, kann er das gerne probieren, aber es ist ja eine sehr billige Felge, ne? Ja. Ist das machbar? Ja. Ja, was du noch für die Kleinkram mitst und die Arbeit, das musst du entscheiden. Tatsächlich. Ja, aber deine Tasche darfst du auch nicht so da liegen lassen. Das ist keiner, der wirklich aufpasst. Ja, ja. Das ist traumhaft. Menschheit. Guck dir die Menschheit an. Ja, bisher bin ich der Punkt. Da sind wir, da sind ja 20 bis 10. Wie bitte? Okay.
Hier, ich stufe wieder rein. Ja, wunderbar. Mit einer Winde nicht aus. Naja, das ist Kundenwerkzeug. Ich meine, das ist die Kundenarbeit. Ja, ich kriege mal nichts nachfragen. Aber naja, das ist so 41 Minuten. Moin! Moin! Ja, naja, immer positiver Gruß. Da kommst du gerade von der Küste. Ich komm von der Küste, genau, passt das, ja. Moin, moin. Ne, moin, moin nicht, das schnacken. Das schnacken sie nur. Dennis, da steht ein Rad. Was hat das zu bedeuten? Ja, da ist ein Platter. Ja. Das ist was denn los? Ach bitte. Ist doch nur noch heute. Du kannst die ganze andere Zeit kannst du wieder auf mir rumhacken, meinetwegen, und sagen, hier, guck mal da, guck mal wie bescheuert, guck mal wie bekloppt. Hast du 10 Räder zu tun. Aber wenn ich nicht gleich zu meiner Frau noch hingehe, dann ich hab doch ja nicht, dass du das machst. Naja, aber muss ja gemacht werden. Ja, natürlich. Das sieht immer so komisch aus. Wenn man, ja. Ist halt, das, bricht ja am Ende das Genick, wenn dann hier 10 Räder stehen. Ja. Werden keine 10 Räder stehen heute, aber ich meine. In den letzten Tagen habe ich es ja getroffen, die sind einfach hoch. Ja, jeder hilft ein bisschen, ist doch klar. War schon immer hier Konzept. Sogar Thorsten hat schon seine Arbeiter und spannt hier jemanden ein. Was? Den Iron Mike Tyson, Tyron Mike Eisen. Noch mal lauter. Nö, war nicht für dich. Das ist doch gut. Das ist ja auch nicht alles verstehen. Zu schnell. Langsam. Ich habe gesagt, sogar der Thorsten bringt schon seine Leute mit, die für ihn arbeiten. So. Zusammenarbeiten, ja. Ist ja zusammen. Ja, zusammen ist gut. Zusammen ist immer gut. Alleine ist scheiße. Kakerlacker. Ja, wegen dem Fahrrad. Ja, aber warum und kommen? Ja, das weiß ich nicht, warum. Keine Ahnung. Der Problem ist, heute habe ich Urlaub. Ich habe ja noch Urlaub, ich bin noch ja nicht da. Und wenn ich mich heute schon um so eine Probleme kümmere, dann bin ich morgen schon wieder total gereizt. Also lass mich lieber morgen gereizt sein. Machen wir morgen, habe ich gesagt, morgen. Okay. Morgen schreiben, morgen telefonieren, morgen arbeiten hier. Und ja. Hier. Sortieren, das da. Sortieren, aufräumen, muss ja morgen erstmal. Okay. Hier. Hast du gemacht? Morgen? Heute? Wer sagt heute? Dennis kommt ja heute zurück hier mit dem Rad, hast du gemeint? Mit den. Morgen. Ich werde mal zu den Boxer und ein paar neue Schlüsselsätze schenken. Muss mir nicht schenken. Mann. Ah, die sind halt schon ganz schön vergurkt. Aber ich komme damit wunderbar klar. Ich weiß. Nee, nicht mit der runden Seite natürlich, mit der arbeite ich auch nicht. Nee. Die meisten arbeiten ja mit der runden und wundern sich, dass sie dann durchrutschen. Also das mache ich ja nicht. Höchst selten. Und wenn, dann. Die sind ja noch gut, die brauchst du ja immer nur. Mal kurz und dann ist wieder. Neu. Thorsten weiß Bescheid. Ich weiß nicht mehr, wo was hinkommt. Das ist toll. Moin! Moin! Wie war denn das hier nochmal? Na, wie war das hier? Erstmal in den Gang. Ne, bist du schon. Oh, in den Gang schalten. Dann machst du dir hier was rein. So, immer ja, ordentlich. Dann kannst du dir was rein. Vorzugsweise das hier und das einfach mal hängen. So.
Ja, du hast so einen Rautenzug rausgezogen. Dann ziehst du ihn hier raus. Ziehst du es hier hoch. Ja. Und einmal rum und raus. Ja. Ja, also, ja. Und drehen, 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 weiter drehen. Und. Ganz einfach. Jetzt hebst du dran halt an, ziehst du wieder raus. Ja, welche Seite kommt denn zu? Die Seite kippt nach da oder was? Oder die Seite kippt nach da? Nein, guck mal, das ist doch innen. Das musst du dir noch merken, dass die Seite, die flach ist, immer innen ist, da wo du schrauben könntest, immer außen. Ja, ja. Ja, weil so musst du doch wieder rein, weil ansonsten stimmt die Bahn von dem Zug nicht. Hast du gesehen, letztes Mal ist es so. Sich verkantet. Ja, das die Sache haben. Genau. 8. Das ist auch okay, der Preis. Hä? 80. Ja, aber du musst doch mal meine Lippen lesen können. 80. Ja, nicht hier mit Schummeln. Also, der Schummel. Du sagst vor, es ist wie beim Kartenspielen. Ach so, geil. Ja. Hat mal hier in Miebel noch ein Rennrad vorbeigebracht. Ich wollte ja von ihm das Kleber abhaben. Nö. Der wird ja bei Superlack, hier ist ein Lüte drin. Giant. Ein alter Motto. Giant, oder? So ein Flug, der steht. Sehr nicht. Hinter Thorsten. Das ist ein guter. Das ist 80 Euro. Da müssen wir mal dann zusammenbauen. Neue Reifen und so. Das war sehr gute Qualität mal aufgebaut gewesen, aber es ist alles geklaut worden. Was? Ja. Kann man mal Papier beantragen machen? Hä? Papier beantragen? Ich hab's vom Original, vom Besitzer direkt. Also das ist, ist 100% legal. Ja? Plus der Rest ist geklaut. Der Rest ist geklaut worden. Die Teile abgeschraubt. Ach, und, ja, und dann kam er von zu Hause wieder, der wohnt ja in Amerika oder sowas, kam er wieder und hat nur noch Rahmen und Hinterrad. Alles andere, Steuersatz noch so, aber was andere weg. Da waren gute Teile dran. Das ist relativ stabil und relativ. Das ist ein sehr stabiler Rahmen, guter Rahmen. Auch hier die Verarbeitung hier unten. Ja. Hier. Das ist richtig schön gemacht. Also nicht hier so eine riesen Naht dran oder so. Gummi, wa? Hm? Er sagt ein Kakott, aber. Gummi! Ach so, da ist nur der ist noch nie benutzt worden. Das ist nur das Gummi abgebrochen. Gewindeschutz heißt das. So, so wie so ein Dübel, der da drin steckt. Also, Entschuldigung, wie lang? Lang der Rad? 28 oder wie lang man das? Das ist Mountainbike, 26. 26, ist das 26? Mountainbike. Na, was meinst du jetzt? Meinst du jetzt hier die... Wie hoch der Rahmen zu messen? Die Rahmenhöhe, so messen. L. L ist die Größe. Also L ist für dich, für ihn, aber nicht viel größer. Also mal aufheben, vielleicht kaufe ich mal. Oder ist schon verkauft? Nee, ist noch nicht verkauft. Musst du sehen, hängen hin und wenn er da ist... Dann wollen wir mal langsam nach und nach zusammenbauen. Mountainbike 29 Zoll. 29? Ja, das zählt als 29 Zoll. MTB 29. Steht auf den Schläuchen. Mit welchem Metall war vorher drin? So. Kannst du auch mit dem Beispiel, wenn du neue Felge bestellst, neu, kannst du auch machen? Oder ist die teuer? Ja, aber mach das selber über Internet. Das ist billiger. Also wenn ich das bestelle, muss meine Verkaufspreise nehmen, die sie mir sagen. Damit ich was verdiene, wenn ich das in die Rechnung mit reinnehme. Die Rechnung kommt ja in. Ja, aber ich meine, ich muss vom Lohn bekommen haben, vom Jobcenter zum Beispiel. Da kann man mal ein bisschen nachzahlen. Das wird doch wahnsinnig teuer alles. Musst du gucken. Rechne jetzt erstmal aus, alles in aller Ruhe. Okay, das ist es. Also der Rahmen ist günstig, aber wenn du im Teile alle dran hast, ja, wenn du gute Teile nimmst jetzt. Okay. Man muss da einfach selber so nochmal haben, alte Teile und dann. Ja, wenn du natürlich ein Rad hast, so ein Opferrad sozusagen, hast du getestet, ja.
Ich muss noch baden. So, ich geh jetzt mal kurz rein. Achso, doch nicht. Den habe ich irgendwie genommen, um mir irgendwas zu merken. Das hat mit dem Rad nichts zu tun. Ja, was ist denn mit dem Rad? Ja, alles gut. Das ist ja, hat einen Platten. Das ist geflickt. Alles schon. Hier? Hin? Ja, kann sein. Das weiß ich jetzt nicht. So, ist das nicht geflickt? Habe ich das noch nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Ich frage dich doch nur. Hier ist doch kein Zettel dran. Denn. Thorsten meint, er weiß nicht genau, ob das Rad noch zu machen ist oder nicht. Und dann ist es auf dem Zettel steht, hält nicht. Ist es noch platt? Das ist nicht ganz aufgepumpt. Aber es sollte nur platt. Ach, jetzt weiß ich. Ach, alles klar. Das hat ein Typ hier gelassen, der wollte sich daraus ein Pixie zusammenschrauben lassen, für wenig Geld. Und der geht aber natürlich nicht, weil da hinten Schnellspanner drin ist und das ist zu viel Kraft drauf wirkt, da verschiebt sich schon mal die Achse. Deswegen doch hält nicht. Das kann sein, ja. Ach mein Dennis. Ich hab den angerufen und hab gesagt, also mit der Preisvorstellung, die er hat, funktioniert das nicht. Okay, also er kommt den abholen. Ja, morgen. Okay. Also, nix. Finito. Auch nicht geflickt. Ist die hoffentlich ohne geflickt oder was? Muss man doch wissen. Ach so, jetzt. Wieso, welche Preisvorstellung hat er denn? Die sind 50 Euro oder so. Das funktioniert nicht. Finito? Hätte 20 Euro. Könntest du nur Kette haben? Nee, das war ich. Das ist doch das alte Rad noch, ne? Weil noch nicht abgeholt hat. Ja, das war von mir. Das von dem Asylanten war, oder? Von dem Asylanten, ja. Ja, aber das. Nee, ist alles kaputt. Das ist ja alles überall. Alles, da guck mal. Da, kaputt. Bremse, Licht, Griffe. Bist du da mit den Rädern hier durch? Ja. Also außer das, was da hinten steht, das Was mit der Bremse hier? Das Rennrad. Was ist? Bremse, Lichtgriffe steht drauf, Bremse, ist ja noch nicht gemacht. Nö, dann muss das noch gemacht werden. Achso, das muss noch gemacht werden, okay. Das ist arbeitet. Bremse, Lichtgriffe, Griffe sind ja auch nicht gemacht. Griffe runter, Bremse, dran, Griffe. Kommt die abholen? Der? Die? Morgen. Ja, das ist. Trotzdem. Was heute? Ach, Mann. Hast du den Preis gesagt? Stimmt. Steht eine Schrift, also. Konnte ich jetzt nicht einschätzen, weil das Licht wusste ich nicht, was ich da nehmen soll für. Griffe können wir schon machen. Griffe, kein Problem. Klingel? Nicht.
mein Gott. Hebel an. Hebel ersetzen 15 Euro. Alles wie gesagt. So. Ja, so nicht, ja. Hast du vollkommen recht. Ja, der war gestern schon mal hier. Ja. Quatsch, am Sonnabend. Und? Naja. Hi. Naja, ist halt fest, wa? Also da kann man ja nicht mehr machen. Also man kriegt die Sattelstange nicht raus. Müsste ich ja schon probiert haben. Naja, ich hab ihn mal mit WD-40, also hier mit, wie heißt der, Brunox oder so. Neue Schläuche noch? Was denn für welche? 26er. Ja, ich glaube schon. 1,74 mal 2, glaube ich. 1,74.
tatsächlich. Für so eine Breite ungefähr? Normale Breite? Also so eine Breite? Ja, ja, ja. 1,75er. Welches Ventil? Fahren. Fahrradventil. So. 175er Fahrrad. Das ist wirklich ein Fahrrad, ne? Das ist nicht, oder? Oh, das ist normal. Ja, aber ein oder? Ein. 6 Euro. Prüfe bitte den Mantel auf Schäden. Ja, das wird auch noch ein lustiges Spiel. Schlüssel wieder zusammenzusuchen. Ich habe mir hier so ein tolles System überlegt. Und war alles schon gut so. Weil Sprecher rausgegeben habe und nur einen Schlüssel. Da habe ich mir irgendwie ganz tolle Zeit aufgedacht und wieder vergessen. Für den nächsten Urlaub, der wird fällig. Bald fällig ist. Ja. Machen wir erstmal die Räder weg. Da steht schon wieder eine Kundin. Hallo. Hi. Bei dir mit. Ich habe hinten Platten. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das repariert. Deswegen bin ich hier. Ah. Also ich, du kannst den doppelten Preis nehmen, Dennis. Ja. Höre auf, merke auf. Ja, bitte. Soll ich dich anleiten? Oder? Ja, am besten natürlich so. Der Rundumkopf geht, ne? Ja, du kennst das ja, oder? Du hast nicht die erste Wiederverwendung. Also, ich weiß halt nur nicht. Also, der Mantel ist halt irgendwie nicht so. Der ist ganz porös. Der war schon so, als ich das Fahrrad gekauft habe. Ich hätte halt gedacht, dass ich das jetzt irgendwie auch nochmal neu machen würde. Okay. Also, du kannst gerne nochmal drüber schauen, ob du da auch meiner Meinung bist. Ich muss auf alle Fälle gehen. Ich frage, in welcher Preiskategorie?
Nein, ist er nicht. Verbaut. Ist auch da. Nein, der ist verbaut. Okay. Aber dieser Rotfuser in 32, haben wir die da noch? Ja, ne? Oder? Dann musst du gerne schauen, ich glaube, das passt schon ganz gut mit der Breite. Aber wenn ihr jetzt nicht da, ne? Ja, ich kann schon nicht da. Nur 26. Vielleicht mal. Ja. Und da hast du gesagt, hat er noch einen genommen. Warten, ja, aber 28. Ach so, 28. Ja, sieht doch gut aus, oder? Ach, schon. Entweder, wie gesagt, böser Flaschenboden oder böser Nacht. Wie gesagt, der kostet 39 plus nochmal der Einbau und ein Schlauch. Der Schlauch ist ja auch kaputt. Ja, das ist so weit gut. Du brauchst jetzt halt eine Weile. Das musst du entscheiden. Muss das so krass genug sein? Es ist noch nicht mal krass genug. Aber tatsächlich gibt es den nur so. Den gibt es wirklich nur mit Profil, weil ansonsten ja, macht es wenig Sinn. Das ist aber ja klar. Nee, deswegen habe ich auch gemeint, ich hätte ja eigentlich auch so ein Schutz. Und Schutz. Das Blech habe ich auch abgemacht, weil ich gar nicht ganz. Ich habe mich schon einmal hingehauen. Ja, warum hast du dich denn hingehauen? Wir haben noch einen, ein bisschen, auch ein bisschen breiter, Murano, ein bisschen dünner, Rennradgefälliger, mit nicht so Noppen. Ja, mit aber ein Kreuzbrecher, das ist doch ein schlechter Garten da. Also. Naja, der ist auch schon verstärkt, der ist jetzt hier oben so ein bisschen, ja, aber eben nicht so stark wie der. Also kannst du ja mal, nimm's doch mal in die Hand, nimm's doch mal, du musst es erfühlen. Also der ist wohl wesentlich straffer. So, der ist dafür aber ein minimal dicker. Jetzt geht nicht so aus, aber wie gesagt, das ist nicht. Der kostet nur 27. Da sind's. 33, 53. Okay. Ja, ich habe gerade schon zu deinem Kollegen gesagt, ich muss mir das einmal kurz überlegen. So. Ja. Und dann weiß ich ja, ich wohne hier um die Ecke, dann weiß ich, ihr seid hier und dann komme ich nochmal rum. Super. Ne? Bis zum 9 war das doch, ne? Ja, genau. Arbeitnehmerfreundliches. Ja. Ja, alles für euch. Dankeschön. Und habt ihr schön Feierabend. Jo. Danke.
Schöne Peugeot. Dennis, ich habe verstanden, warum du hier unten so lange gestanden bist hier und nach oben geguckt hast. Ja. Ja. Das sieht bei dir jetzt nicht so spektakulär aus wie bei der Dame. Nee. Nee. Ich bin weg. Hab's nicht gehört. Furchtbar. Na gut, okay. Ich bin auf alle Fälle wieder im Laden. Wollte ja nicht hier sein. Werde aber hier sein. Also bin hier. Und die Nachtwerk mal ein bisschen aufräumen. Offensichtlich komme ich nochmal runter und wird ein bisschen räumen müssen. Katastrophal aussehen. Echt geil. Na gut. Nicht verräumt, das ganze Material noch nicht verräumt. Das ist natürlich ein bisschen schade. Das war's von Tommy für heute. Ich mach Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder im Livestream. Bis dann, ciao.